Hallo und herzlich willkommen hier bei Gorlog TV. Heute zeige ich euch, wie ihr in Massen Bioethanol herstellt, ohne dass ihr großartig was dafür tun müsst. Ich mache wieder ein ganz kurzes Video für euch. Ich erkläre euch ganz kurz einmal, was ihr braucht. Wir brauchen den automatischen Kocher. Wir brauchen zwei Fließbänder. Wir brauchen ein paar Fundamente, sage ich mal. Wir brauchen 8 Weizenfelder, 8 Stück, das ist wichtig. Wir brauchen eine Kiste, 2 Stück. Wir brauchen eine Erntemaschine. Wir brauchen einen Craft-Verbinder. Wir brauchen eine Sprinkleranlage. Wir brauchen eine Alterungsanlage. Wir brauchen einen Dropper, 2 Absorber und einen Monolithen. Ihr dürft euch nicht wundern, dass ich hier ein paar mehr habe. Ist nicht weiter schlimm. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das Ganze auf Deutsch habe. Das Spiel gibt es so noch nicht auf Deutsch. Aber jemand hat sich daran gesetzt und via Steam Workshop das Ganze übersetzt. Und wie das funktioniert, habe ich schon ein Video drüber gemacht. Einfach bei mir bei Craftopia nachgucken in der Playlist, da ist das drinne. Und dann habt ihr das Spiel auch komplett auf Deutsch. Ja, wir fangen an. Als erstes, ich bin ja auf einer kleinen Insel. Als erstes machen wir erstmal ja eine kleine Plattform. Wir brauchen da nicht wirklich Platz. Ich würde sagen, was weiß ich, 4x4 oder so. Wie viel haben wir jetzt? 5? Ja gut, haben wir 5. So 5x5. So viel Platz brauchen wir gar nicht. So, da haben wir es. Als erstes müssen wir unsere Weizenfelder packen. Und zwar sollen die hier hin, also nicht direkt am Rand, sondern eher hier hin. Wobei, wir müssen es doch ein bisschen größer machen, sehe ich gerade. Machen wir mal noch eine dran. So. Und zwar packen wir die hier hin. Und nicht ein, sondern 8. Wir packen 8 Stück übereinander. Das funktioniert, fragt mich nicht warum, aber es funktioniert. Und das machen wir, indem wir einfach hier oben drüber 2 Fließbänder hinpacken. Und wenn ich jetzt hier oben drauf springe und nicht runterfalle, also immer wieder einen Schritt zurück, ich packe eins drauf, ich packe noch eins drauf, ich packe noch eins drauf, ich packe noch eins drauf. Das machen wir jetzt mit allen 8. So, dann haben wir auch alle 8 übereinander und können die so bewässern und abernten ohne Probleme. Finde ich cool, spart viel Platz und Arbeit. Die beiden machen wir wieder weg, die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Sprinkler. Den packen wir jetzt einfach ja hier irgendwo hin an der Seite, ist eigentlich Schnurzpiepe. So. Dann wird das Ganze automatisch bewässert, die Pflanzen fangen an zu wachsen und als nächstes packen wir die automatische Erntemaschine dann noch da hinten mit bei. Da gehen wir hier oben drauf und packen sie einfach schön am Rand irgendwie einfach hier hin und das reicht dann auch schon. So, dann brauchen wir den Kocher. Den packen wir nicht direkt daran, sondern den müssen wir ein wenig rüberstellen. Ich habe das doch viel zu klein gebaut, Mann. Und dann nehmen wir ein Absorber. Ne, ist das? Ist das ein Absorber? Ja, Absorber, genau. Eigentlich ist es ein falsches Wort, weil er absorbiert nichts, sondern er saugt ein. Und den packen wir jetzt hier oben schön mittig, dass es schön aussieht am Rand. Ja, dadurch passiert jetzt Folgendes. Der Sprinkler bewässert alle 8 Felder. Wenn die dann ausgewachsen sind, kommt er irgendwann raus, erntet die ab, alle 8 Felder. Das Ganze wird eingesogen von den Absorber, geht hier rein. Und hier können wir dann unser Weizenmehl machen. Da können wir hier auch gleich auf automatisch und unendlich. Das heißt, jedes Mal, wenn er Weizen reinbekommt, macht er daraus Weizenmehl. Und das ist das, was wir brauchen. Jetzt muss ich hier doch noch ein bisschen verbreitern. Da habe ich mich wohl etwas verschätzt mit meinem 4x4 oder 5x5 am Anfang. So. Als nächstes brauchen wir eine Kiste. Nur eine Kiste. Die können wir hier
bisschen mittig. Darauf kommt jetzt wieder ein Absorber. Dann macht er folgendes: Das Weizenmehl, was nachher hier fertig rauskommt, wird eingesogen und in eine Kiste gepackt. Dann haben wir es schon mal hier drinne, haben wir den ersten Schritt schon mal erledigt. Für den zweiten Schritt brauchen wir dann die Alterungsanlage und den Kraftverbinder. Oh, hier ist irgendwo was runtergekommen da hinten. Die Alterungsanlage können wir, ist eigentlich Schnurzpiepe, können wir hier so hinstellen, dass sie so in einer Reihe mit der Kiste steht. Und dann nehmen wir den, wie heißt das Ding? Kraftverbinder und packen den einfach hier an die Kiste dran, ne? Der Kraftverbinder macht das, dass er jetzt den Inhalt der Kiste hier rüber teleportiert, sozusagen. Also er macht eigentlich dasselbe wie ein Absorber und ein Dropper, also einsaugen, abgeben, nur dass es halt so macht. Und dadurch wird jetzt das Weizenmehl, was in der Kiste ist, hier reingepackt. Hier gehen wir jetzt auch rein. Da gehen wir auf das Bioethanol, klicken das an, machen wieder den automatisch an hier, den unendlich meine ich, und automatisches Handwerk. Und sobald hier jetzt 10 Weizenmehl drin sind, holt er sich das rüber und ihr seht, Bioethanol läuft. Jetzt brauchen wir uns nur noch hier hinstellen, eine Kiste hinstellen. Packen wir es hier ungefähr hin. Und jetzt wird's tricky, tricky nicht, aber hier geben wir einfach den Dropper rein. Das heißt, wenn das Bioethanol fertig ist, wird's rausgeschmissen und mit dem Absorber. Na, er will nicht. Jetzt. Und mit dem Absorber ziehen wir es in die Kiste rein und das war's. That's it. Kein Hexenwerk, kein gar nichts. Wir warten jetzt kurz, dass wir uns das mal der Reihe nach anschauen. Hier ist gleich das Weizenmehl, oder das Weizen fertig. Kurzen Moment noch. So, das Mehl ist fertig. Gleich kommt die automatische Erntemaschine, fährt raus, erntet alles. Das kann immer einen Moment dauern, der hat eine bestimmte Timeline, aber also eine Zeitleiste, wie oft er das macht. Ich weiß gar nicht, ob man die einstellen kann. Komme ich jetzt so nicht dran, ne? Ist jetzt natürlich ein Vorführeffekt. Jetzt. So, er kommt raus, schneidet alles ab. Es wird alles eingesogen in die große Kochmaschine. Es wird automatisch Weizenmehl gemacht. Das Weizenmehl wird rausgeschmissen. Wird eingesogen, in die Kiste gepackt, von der Kiste hier rüber teleportiert. Er backt dann uns automatisch in Alterungsprozess Bioethanol draus. Das ganze Bioethanol wird rausgeschmissen, wieder eingesogen, in die Kiste rein und fertig. Das war's. Haben schon 2 Stück. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, das ist bei allem, was ihr baut, ihr müsst ein Monolithen noch irgendwo hinpacken, ist eigentlich scheißegal wo, aber es ist wichtig, dass er da ist. Weil sobald ihr die Insel verlasst und auf einer anderen Insel geht, stoppt das Ganze und es funktioniert nichts mehr automatisch. Und der Monolith ist halt dafür da, dass alles weiterläuft, auch wenn ihr auf einer anderen Insel seid. Wenn ihr offline seid, funktioniert das nicht, dann steht alles. Ist ja kein Online-Server oder so, aber wenn ihr auf anderen Inseln seid, macht das schon echt Sinn. Und das Ganze läuft jetzt. Jetzt könnte man sich, wenn man echt sehr, sehr viel Bioethanol braucht, noch eine zweite Anlage direkt daneben bauen und dann läuft das dann, ne? Aber eigentlich reicht ein so eine Anlage. Und das war's auch schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über solche Videos über Craftopia und mehr, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, es wird noch einiges kommen, gerade was so diese Automatismen angeht und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis denn, euer Golok. Ciao, ciao.